Let's play Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 und damit herzlich willkommen zurück hier auf Slendytube. Die letzte Folge endete ja relativ unrühmlich mit einem meiner seltenen Tode. gut, ich würde sagen, wir spielen direkt weiter, müssen uns halt vom letzten Checkpunkt aus nochmal spielen. Aber das werden wir überleben. Stirb! Stirb! Wo bist du? Komm, zeig deine hässliche Fresse, komm! Ist er überhaupt noch? Ja, er ist noch da. Jetzt wäre eine Granate nicht schlecht. Aber in meiner Cleverheit habe ich natürlich keine eingepackt. Komm. Wie ist denn der? Ah, Blendgranate wäre eine Idee. Worauf schießt der, wenn ich fragen darf? So, Blendgranate. Ja, schmeiß ihn nur weit weg. Oh, Mann, ich muss eigentlich schon auch selber weggucken. Jetzt werde ich schon für was abgeballert. Oh, ich muss es mit diesen Granaten lassen. Ich kann es nicht. Deswegen soll ich es auch lassen. Ist ja da hinten jetzt endlich mal tot. Was, wie tötet sie? Tötet sie? Was meinst du, was sie hier machen? Alter. Hier geht's ja schon direkt wieder lustig. Los, was schießt jetzt schon wieder? Ach, der da. Tot. Los. Alles klar. So, da draußen sind auch noch welche, soweit ich mich erinnere. Ja, da schießt zumindest schon mal wieder was. Wo? Oh, ist ja gar nichts mehr. Ja, so viel zu dem Thema. Glück gehabt. Krieg ich den von hier aus? Von hier aus? Nicht wirklich, ja? Komm. Danke. Da hinten saß doch auch immer noch einer. Mal sehen, ob der sich gleich zeigt, wenn unser Team sich nähert. Nein, gut. Vorsicht, vom Lagerhaus kommen viele Tangos in eure Richtung. Ich erinnere mich, das war die Stelle, wo wir das letzte Mal verreckt sind. Die müssen wir doch schon hier eigentlich schon sehen. Anscheinend nicht. Beeilung! Hier kommt daher. Ich gehe davor. Wow, hallo Freundchen. Wo willst du denn hin? Eieiei. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich gleich wieder abgeknallt werde. Los! Okay. Ich will hier auch nicht als absoluter Vollidiot dastehen, was ich in diesem Let's Play eh schon tue. Weil ich wirklich in jeder Folge im Schnitt zweimal verreck. Lass mich durch. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Naja, gut, im Prinzip schon, aber naja. Man braucht ja auch eine gewisse Souveränität im Internet. Das ist der Sniper, das weiß ich noch. Nachdem wir den abgeknallt haben, kurz danach sind wir das letzte Mal verreckt, das weiß ich auch noch. Super, daneben, einwandfrei. Jetzt aber. So, jetzt muss ich aufpassen. Wir sind durch eine Granate verreckt, das weiß ich noch. Da hat irgend so ein Bastard eine Granate geworfen, nachdem irgendwas explodiert ist, das weiß ich. Verdammt! Ha, ich weiß es noch. So, jetzt aufpassen, dass uns keine Granate trifft. Ja, Blendgranate, da gibt's schlimm. Ah, habt ihr gesehen? Da ist sie geflogen. Jetzt geht ihr gleich drauf. Ja, die hat uns das letzte Mal getötet. Ja, wo ist noch einer? Ah, da. Ah, da ist noch einer. man verzeihe mein gehässiges Lachen. War's das? Das wollen wir gleich mal feststellen, indem wir die Thermokarte aktivieren. Im direkten Sichtfeld schon. Ich kämpfe mich mal etwas vor. Ah, da ist noch einer. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Der müsste direkt da vorne irgendwo. Ich mache jetzt mal was sehr Dummes. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Der ist direkt hinter der Kiste, so ein Scheiß. Ich probiere es nochmal mit der Blendgranate. Vielleicht klappt es ja diesmal. Scheiße! Gott, ich bin so ein Depp! Ich bin so ein Depp! Wenn ich jetzt sterbe, das wird so.
Oh Gott, bin ich ein Vollidiot. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe die Blendgranate geworfen, habe die Augen zugemacht. Ich wusste, dass ich dort, dass ich nicht hinkomme. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe wirklich die Augen zugemacht. Wie soll ich denn den jetzt da ausschalten, um Gottes Willen? Stirb! Stirb! Achso, der ist schon tot. Oh Gott, bin ich ein Depp. Oh. Bitte jetzt keine katastrophale Meinung oder sagen wir noch eine schlechtere Meinung, als ihr eh schon habt von mir haben. Ich hab manchmal solche Aussetzer. Oh, da ist schon wieder einer. Jetzt schmeißt der schon wieder mit Granaten. Ich will nicht schon wieder durch eine Granate verrecken. Bin ich gerade auf der falschen Seite? Ja, das habe ich mir gedacht. Oh mein Gott, ich könnte so kotzen. So. Aufgrund dessen, dass wir das Ganze jetzt schon wieder machen müssen, versuche ich es jetzt im absoluten Turbo-Durchgang zu spielen. Wobei, ich schaff's ja nicht mal bei normaler Geschwindigkeit. Auf geht's. Beweg dich. Eins. Auf geht's, Nummer zwei. Zwei. Eindringen vorbereiten. Es tut mir wirklich leid, dass wir das jetzt zum dritten Mal durchspielen müssen. Aber ich bin einfach nicht fähig, so weit zu spielen, dass wir mal zu einem Checkpoint kommen. Öffnen und säubern. Wird gemacht. Greifer, Gegner ausgeschaltet. Granate. Drei oder vier mittlerweile. Beeilung. Wird erledigt. Ist doch noch einer. Wo? Ist der tot? Ja. Nein, da hinten ist nochmal einer. So kann ich nicht arbeiten. Vorsicht, vom Lagerhaus kommen viele Tangos in eure Richtung. Ui, da hatten wir gerade Glück. Eieiei. Mir kommt die Stelle hier bekannt vor. Waren wir hier schon mal? Bewegung! Kommt ihr heute noch, oder? Ich werde schon wieder von irgendwas abgeschossen. Da oben. Tango, greif an! Geh in den Deko! Einer weniger! Los! Alles klar. Waren das jetzt schon alle von den ganz gefährlichen? Den Sniper kann ich runterholen, der ist verhältnismäßig nicht ganz so schwer zu töten. Wo ist der? Wie, ich hätte es von dem abgesniped. Na da. So, jetzt explodiert gleich die Brücke, dann schmeißt der mit Granaten. Im Eilschritt. Bumm. Rückzug. Ja, das ist sehr clever, sich hier zu verstecken. Scheiße, einer ist am Boden. Ich kann dem gerade ganz schlecht helfen. Wenn es der zweite nachher auch noch am Boden liegt, dann haben wir ein Problem. Aufstehen! Sehr freundlich, so um Kollegen zu helfen. Alle zusammen! Jetzt! Ist der tot? Okay, da ist noch. Oh wow, voll gut. Ihr könnt mal davor rücken. Ich bleib ein bisschen im Hintergrund, weil ich nicht nochmal verrecken will und euch das Ganze nochmal antun muss, weil irgendwann sagt man dann auch, nein. Du hast mich vorher gekillt, du Bastard. Bewegung! Vorrücken, Roger. Ich will es nicht verschreien, aber wir sind weiter als vorher, glaube ich. Na halt, wir sind da vorne bei den Kisten erst verreckt. In Position. Los! So, jetzt kommen doch da hinten dann gleich welche. Der schmeißt schon wieder mit Granaten. Alter.
Das war aber auch nicht arg weit weg von uns. Unsere Jungs überleben das ja, die haben so einen Granaten-Super-Schutz-Ding. Gut. Wo ist denn da noch einer? Alter, der hat's auf mich abge... Wo? Wo, wo, wo? Ah, ich hab ihn gesehen. Hab ich den erwischt? Nein, aber jetzt. Lalalala. Positiv ist gar nichts, bis da oben steht, Checkpoint erreicht. In Position. Treffer, einer weniger. Jungs, ihr seid spitze. Beeilung. Geht mal davor, ich will ganz ungern nochmal verrecken, ganz ehrlich. Oh nein, so einer. Ah, jawoll. Im Eilschritt. So. Kommt schon, wann kommt das gelobte Zeichen? Der gelobte Schriftzug. Checkpoint erreicht. Beeilung. Rücken ab. Entschuldigung. Ja, dann lad halt. Oh Scheiße, wir haben keine Muni mehr. Also auch nicht mehr zum Nachladen. Wir müssen solche Dinger finden. Solche Boxen. Oh, bitte lass da jetzt entweder so eine Box oder ein Checkpoint. Oh, danke. Hi. So. Achso, wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir müssen nur kurz. Ja. So, jetzt haben wir wieder Munition. Und können dann etwas vorrücken. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann eine kurze Unterbrechung, weil diese Folge sonst wieder etwas zu lang wird. Ich entschuldige mich nochmals dafür, dass wir in dieser Folge prinzipiell zweimal das gleiche machen mussten und in der Folge davor ja das auch schon, aber so ist das halt. Ich wollte von Anfang an bei diesem Let's Play nicht unbedingt jedes Mal abbrechen und nochmal neu aufnehmen, wenn ich mal sterbe. Deswegen müsst ihr es hinnehmen. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht trotzdem ein bisschen Spaß und guckt auch die nächste Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.